Ich sage euch, Freund, das Verbrechen zahlt sich nicht mehr aus. Ich sehe, ihr seid ein Mann von Welt. Ich möchte euch von mir erzählen. Ich reise durch das ganze Land und studiere die höchst interessante Natur des Menschen. Natürlich am liebsten die der Frauen. Ich glaube, ihr könntet mir dabei helfen. Seht doch den Himmel, es wird dunkel. Ich muss fort. Hey, wartet, ich will mit euch reden. Choi! China im 17. Jahrhundert. Mai ist derartig sexbesessen, dass nicht einmal seine nymphomanisch veranlagte Ehefrau ihn befriedigen kann. Auch sein bestes Stück scheint deutlich zu klein geraten. Deshalb soll ein Quacksalber per Penistransplantation nachhelfen. Als Spender wird ein Hengst auserkoren. Ob das was wird? Sex and Zen heißt diese außergewöhnliche Sexkomödie von Michael Mack aus dem Jahr 1991. Die pikante Mischung aus Kamasutra und asiatischem Schulmädchenreport mit japanischen Pornostarlets. Dieser kulturhistorische Leckerbissen soll damals in Asien sogar erfolgreicher als Avatar gewesen sein.